Das Erste, was der Mensch sieht, wenn er nach Wolfsburg kommt, also die Anreise über den Zug ist, ja, er sieht da vier Schornsteine. Das ist die Kraft von Wolfsburg und das ist das Zeichen für VW, heute Volkswagen. Jawohl. Es ist nicht der schönste Bahnhof, aber er ist komplett übersichtlich. Ich glaube, man kann sich hier auch gar nicht so richtig verlaufen. Ja. Wolfsburg hat auch einen ganz eigenen Hafen, etwas kleiner als Duisburg, aber nun, jo, man muss sich nicht mit anderen Städten vergleichen, sondern wir haben das Volkswagenwerk und das ist das Gelände größer als von Menaco. Und wir haben hier Zukunft, hier passiert Silicon Valley und ja, mein Traum ist, dass das hier einfach mal ein Science Center wird und dass hier Wohnungen geschaffen werden, wie in Hamburg zum Beispiel. Und Hafenstadt, das wäre auch mein Traum. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, das Kraftwerk braucht man nicht, das könnte man also anders nutzen. Ja, teure Wohnungen, Quadratmeter 6000 Euro und das wäre nochmal so ein Gästehotel. Erweiterung, nicht das Ritz-Carlton, sondern eine andere Idee, die ich nicht hier nenne an dieser Stelle.